Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Wunderbar, die 104965 aus dem Hause Bluebricks Pro. Also ein Jingbao-Set eigentlich. Designed aber natürlich von Bluebricks. Dritte Welle Star Trek, die USS Defiant in der Displaygröße. Hervorragend. Wir schauen uns dieses Set doch einmal gemütlich an. Ich habe es gerade am Sonntag jetzt live mit unserem wunderbaren Gorilla im Nebel gebaut. Es gibt einen knackigen 8-Stunden-Livestream davon. Ich habe ihn zu Held TV exportiert, hoffentlich, wenn dieses Video erscheint. Und da könnt ihr mal reinschauen. Gehen wir es mal so ein klein wenig durch, das Set. Ihr seht direkt das erste Problem. So sieht's gut aus, so nicht. Das liegt definitiv an der Perspektive. Dieses Set müsst ihr clever hinstellen. Ganz wichtiger Punkt. Wir haben 2856 Teile für 220 Euro. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Vor allem, wir haben ja die Runabout auch gebastelt und uns angeschaut. Und die hat ein paar Teile mehr. Die hat vor allem ein volles Innenleben mit Prints und kostet 20 Euro weniger. Ich weiß nicht ganz, wo der Preis von diesem Set herkommt. Kann ich euch gleich sagen. Ich mag die Defiant sehr als Schiff in der Serie. Ich mag auch das gebaute Modell sehr. Die 220 Euro, wie gesagt, vor allem im Vergleich. Weiß ich nicht ganz genau, was da los ist. Gucken wir uns aber im Vergleich nochmal an. Das ist die Box, klassische Welle 3 Kiste von Star Trek. Keine Frage, die Abenteuer der Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Aber da ist auch nichts zu sehen. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Passt auf, dazu eine Anleitung. Ordentlicher Schinken. Es ist nichts Überraschendes. Es ist sehr viel grau, natürlich. Die vorherigen Schritte sind leicht verblasst dargestellt. Es gibt keine Rätsel in der Anleitung. Ist eigentlich kein Problem. Ihr habt doch immer die genaue Markierung, wo alles hin muss. Das klappt alles eigentlich sehr gut. Hier ist der Aufkleber USS Defiant und das sind die beiden Deko-Streifen und das sind im Heck nochmal zwei Streifen. Ihr seht aber vielleicht schon, oder ihr wart live dabei, dann wisst ihr es, das sind Transferaufkleber. Und im Livestream haben wir tatsächlich diese Transferaufkleber angebracht. Ich glaube, das war nach dem kleinen, Ford Speed Champion, das einzige Modell, bei dem ich mal live Aufkleber angebracht habe, für den Spaß. Ich wollte mal sehen, wie diese Transferaufkleber funktionieren. Sie sind sehr hochwertig. Das ist ein ganz anderes Gefühl als so ein normaler Aufkleber. Vor allem, das wäre echt toll an manchen UCS-Sets von Lego, wenn sie auf die wechseln würden. Also Prinz ist natürlich immer noch, steht über allem. Aber ihr seht ja auch gleich an einer Stelle, weswegen ich Aufkleber nicht mag. Ich habe es mal probiert. Ihr konntet mir live bei diesem Spaß zuschauen und es wird on demand bleiben weiter. Aber ich werde das, nein. Ist also auch diese Transfersticker, die wesentlich besser sind als normale Aufkleber, sind für mich einfach keine gute Lösung. Aber wir können gleich drüber reden, was hier passiert ist und weswegen die das gemacht haben, was aber auch mein Problem wieder damit, wir kommen dazu. Einmal ganz kurz, wir messen es aus, das gute Schiff, und dann gehen wir in die Details über. Wir haben 52 cm. Ich bin leider ein bisschen heiser, ich habe relativ viele Videos hintereinander aufgenommen. Irgendwann leidet die Stimme doch ein wenig. 40 cm. Und wir sind so jetzt bei so 17 cm. Aber selbstverständlich ist da drunter der Sockel das meiste an der ganzen Geschichte. Das ist ein sehr dünnes Schiff. Ja, ich weiß nicht, sieht man das irgendwo? Also die Warp-Gondeln haben so knapp 7 cm. Und ich meine, die umfassen natürlich das ganze Modell. Es sind Jingbao-Steine. Das heißt, die Steine sind nicht so gut wie zum Beispiel bei den neuesten Bluebrick Specials. Saalbau-Erweiterung von Burg Blaustein, wird drüber gesprochen, exzellente Teilequalität. Wir kommen auch nicht an das Level ran von den Gobricks-Klassikern, ja, also Mold King, Happy Build oder Panlos-Steine sind wunderbar. Das passt. Sie sind okay, die Steine. Ich hatte einen Fehlteil und deswegen fehlt mir oben auch ein kleines Deko-Element. Vielleicht vergesse ich es später zu erwähnen. Ich habe mir eine Klammer gefehlt und dann habe ich natürlich prompt das Teil, was ich hätte reinklemmen sollen, irgendwo in der Werkstatt verloren. Ich finde es wieder. Ich werde da ein Ersatzteil einfach reinsetzen, dann wird es gehen. Aber hier oben, wundert euch nicht, in der Deko ist ein Farbfehler, weil ich jetzt einfach irgendein Teil reingetan habe, um es mir zu merken. Ein Teil hat mir gefehlt. Es hat alles funktioniert. Die Prints, die dabei sein sollen, sind erstklassig. Wunderbare Prints. Das ist hervorragend. Wir hatten auch keine Probleme in sonst irgendeiner Art. Es hat alles gepasst. Aber
Die Teile sind definitiv nicht auf dem Top-Level im Markt. Und das ist schade, weil, wie gesagt, es gibt Gobrick-Steine, die ich persönlich lieber baue als Lego-Steine. Ich finde die großartig. Xingbao gehört nicht dazu. Definitiv nicht. So, das sei dazu gesagt. Ansonsten haben wir, ich habe das Schiff, ich habe nicht den Sockel gebaut. Das habe ich dem lieben Gorilla überlassen. Ich habe aber den Sprengkopf gebaut. Ich habe eigentlich den Körper gebastelt und eine Seite der Gondeln hat er gebaut, die andere Seite habe ich gebaut. Das ist ja zum Glück gespiegelt, sodass ich auch ein bisschen was von diesem Erlebnis mitbekommen konnte. Jetzt ein Ding, und das ist für mich eigentlich, es ist ein Displaymodell. Achso, machen wir nochmal kurz hier. Das ist der nette Sockel. Ihr seht, das ist kratzerfrei. Es ist natürlich bedruckt. Das funktioniert alles. Es sind nur meine Fettbatscher drauf. Haben wir hier diesen Sockel. Ihr kennt den, das ist das Übliche. Und sowas sieht natürlich gedruckt gut aus. Glücklicherweise hat Lego ja momentan auch die Kurve bekommen, dass sie sowas auch gerne mal drucken. Ich hoffe, sie behalten das bei, weil das natürlich viel edler wirkt. Ist gar keine Frage. Zum Thema edel wirken. Jetzt kommen wir zu dem hier. Ihr seht immer, wenn ich das bewege, dass die Feind noch so ein Stück nachwackelt. Ja? Immer noch mal so einen kleinen Moment. Das liegt einfach daran, dass das hier vier Technik-Liftarme sind, keine Bricks zum Beispiel, es sind Liftarme, die oben mit jeweils ein paar Noppen in der Defiant verankert sind. Das heißt, hier ist einfach so ein gewisser Flex, hier ist ein Spiel. Und das merkt man natürlich, wenn man es bewegt. Jetzt ist es ein Displaymodell, wenn ich das ins Regal stelle, bewegt sich das nie wieder, also funktioniert das alles. Aber eigentlich seht ihr das Modell ja so am liebsten, ja, so sieht es ja am besten aus. Oder zumindest so, aber nicht so. Auf der anderen Seite, wie oft, ihr seid ja hier fast auf Augenhöhe mit dem Set. Dann seht ihr natürlich hier unten das Display, das wollt ihr nicht. Ihr wollt das Schiff so sehen. So sieht die Defiant mit Abstand am besten aus. Also geht es darum, dieser Sockel hätte sehr angeschrägt sein müssen. Und ich sehe auch nicht das große Problem, warum es nicht ist. Ihr könnt es natürlich leicht lösen. Ihr tauscht einfach die Liftarme gegen kürzere aus. Und da ist das Problem gelöst. Ich finde nur einfach jetzt, vor allem für meine Videopräsentationsform, ich meine, ihr seid ja fast auf Augenhöhe damit, ja? So ist es. Das ist halt wirklich ein unglücklicher Winkel für das Set. Und wir werden ihm damit auch nicht wirklich gerecht. Aber genug darüber geredet, gehen wir mal aufs Set jetzt tatsächlich ein. Schaut mal durch. Das sind Prints. Ich kann ja jetzt nicht sagen, alles, was ihr seht, ist bedruckt. Oben sind Aufkleber. Aber das sind Prints und die sehen wirklich bombastisch gut aus. Also das ist sensationell gemacht. Hier hinten, das seht ihr jetzt auch, der oberste Teil, wir haben hier unten eine Stufe, das sind Prints. Wir haben in der Mitte eine Stufe, das sind Prints. Der oberste Block, der über die Fliesen drüber geht, das sind Aufkleber. Schaut mal. Der oberste Block. Ich meine, das sieht schon gut aus. Das sieht man ja kaum. Also deswegen, wir haben eben nicht das Problem, wie bei allen anderen Herstellern, die Aufkleber nutzen. Dass man, also normale Aufkleber, es gibt noch andere, die nehmen auch diese Transferdinger, dass man noch die Aufkleberumrandung quasi sieht. Weil man möchte in der Mitte zwei rote Streifen haben und daneben die eine graue Fläche und damit zwei roten Streifen. Diese graue Fläche sieht aber nie so aus wie die Steine. Und man sieht ja auch nicht mehr die Rillen von den Steinen. Das heißt, es sieht immer nach Mist aus. Und hier sieht man ganz genau immer noch die Steinstruktur und oben drüber gehen zwei rote Streifen, wie man es eigentlich auch haben möchte. Es ist die beste Lösung für einen Aufkleber. Es bleibt dabei ein Aufkleber. Sie haben die Farbe auch sehr, sehr gut getroffen. Das passt alles. Kann man gar nicht sagen. So, aber jetzt mal zum Schiff an sich. Kein Innenleben. Aber sehr, sehr stabil entworfen. Vor allem hier vorne diese Blöcke. Das hier ist massiv. Und wir können das an diesen Warp-Gondeln, dieses Schiff einfach schnappen. Und ich finde, es passt auch ganz gut zum Charakter des Schiffes. Ihr wisst ja, die Defiant kommt in Deep Space Nine vor. Die Defiant war eigentlich entwickelt worden, um die Borg zu bekämpfen, weil die Föderation ja eigentlich keine Kampfschiffe hat. Das hier ist ein richtiges Kampfschiff, nur dafür da. Es ist overpowered und overgunned, ja, wie sich das gehört. Und das ist kommt dann, wie gesagt, bei DS9 kommt das dazu und der O'Brien kümmert sich dann um das Schiffchen und bringt es in Schuss, weil es hat Designfehler und alle möglichen Dinge. Ich glaube, wenn man Vollgas mit dem Ding geht, fliegt es eigentlich auseinander, was auch immer. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr beliebtes Schiff in dem Star Trek-Universum. Kommt dann auch später in dem Kinofilm noch in einer sehr schönen Szene vor. Ich habe es wirklich sehr lieb. Das kann man so sagen. Und deswegen freue ich mich, dass es da ist und ich freue mich, dass es so gut da ist und in der Größe auch da ist. Ich hätte es nur gerne, wie gesagt,
ungefähr so präsentiert. Das würde mir gleich viel besser gefallen. Dann sieht die Defiant nämlich cool aus. Und ihr seht die V-Form, die tatsächlich sehr, sehr gut nachgebildet ist. Und ich mag auch, dass die Seiten hier tatsächlich stabil sind. Das gefällt mir sehr gut. Der Bau ist anspruchsvoll, aber jetzt nicht erschreckend. Ja, also da gibt es also, da gibt's ganz andere Sachen von anderen Herstellern. Da geht ihr wirklich zugrunde. Es ist aber nicht Lego einfach. Ja, man muss schon mal ein bisschen kurz gucken, was da so los ist. Aber jetzt von der Konstruktionsqualität her, das ist ja ein Sprengkopf hier bei der Defiant, für die, die ein bisschen im Thema sind. Und man nimmt ganz ernsthaft dieses Ding und zieht es einfach ab. Und zwar über 5 Balljoints. Und auch bei Xingbao, diese Balljoints haben mittlerweile einen Grip, einen echten Grip. Das hier vorne ist übrigens auch ein Print. Ne? Das ist ein Print. Über 3 Elemente. Funktioniert ziemlich gut. Ihr seht die typischen Angusspunkte, die mich immer stören. Die sind halt in der Größe auch, glaube ich, hat nur noch den Bau in der Größe. Sehr viel wird mit Baurichtungsumkehrern gearbeitet, damit es auch von allen Seiten gut aussieht. Bis... Da steht auch kein Mensch. Super. Und dann hier diese Negativnoppen. Das ist so ein bisschen, das sieht technisch auch aus bei der Defiant, aber ich fände es trotzdem schön, hätte man dort Grundplatten drumherum genagelt. Gibt's ja. Dünn, mit auf einer Seite Noppen, auf der anderen Seite Fliese. Wäre kein Problem gewesen. Hätte wirklich gut ausgesehen. Hätte mir gefallen. Aber haben sie leider nicht gemacht. Das ist die einzige Stelle tatsächlich, wo man sagt, okay, hier wurde nicht so richtig verkleidet. Gut, wenn man jetzt hier, von da sieht ihr auch nochmal ein paar Negativnoppen in der Mitte. Aber ansonsten wurde wirklich Wert darauf gelegt, das drumherum zu bauen, in schönen Elementen, schön abgestuft. Die Form ist echt toll getroffen. Also, das ist auf jeden Fall ein ordentlich massiver Block mit diesen Balljoints. Und mit diesen Balljoints kann man ernsthaft, drückt man halt auch einfach wieder rein. Ja? Und ich meine, das sind 5 Balljoints auf einmal, klonk, und es hält. Und damit schafft ihr natürlich hier dann das hier. Dafür ist es da, damit das funktioniert. Klappt großartig. Bin ich auch sehr, sehr happy, muss so funktionieren. Am kniffligsten eigentlich, wenn ihr was Kniffliges haben wollt, am kniffligsten ist das Anbringen der großen Warp-Gondeln, weil die, das seht ihr ja, draufgesteckt sind, um diesen Winkel zu erreichen. Finde ich sehr schön hier, durchsichtig rot, hinten durchsichtig blau. Schön gemacht. Elemente, die es auch sonst in den Farben eigentlich nicht gibt. Und ihr könnt die abnehmen. Das sind Blöcke, die dann hier auf diese Liftarmkonstruktion gesteckt sind. Und hier seht ihr dann auch, welcher Winkel hier erzeugt wird, um das zu machen. Absolut stabil. Das ist eine, ihr seht das hier, Technik-Liftarmkonstruktion, die sich durchzieht. Das Ding ist stabil. Also wirklich stabil. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Und das ist jetzt der, um was ich euch nur zeigen wollte. Hier auch, um die Winkel zu erzielen, wie da gearbeitet wird. Keine Farbseuche natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, oder? Alles wirklich sehr gut. Und jetzt ist der Punkt, dass ihr hier reinschaut und ab jetzt seht ihr nicht mehr, was ihr tut. Jetzt ist da drin dunkel und dann macht ihr eine Fliese kaputt. Keine Ahnung, wo ich die jetzt hergeholt habe. Ah, wurscht. So, und das bringt ihr dann da drauf und hofft, dass ihr die richtige Ecke trefft. Ja, und das ist, sagen wir mal knifflig. Achso, das kommt nachher dran. Ja. Das macht man eigentlich ab und steckt es nachher dran. Das ist prinzipiell im System mit drin. Ihr könnt mir live dabei auch, ihr konntet mir live dabei zuschauen, als wir das erste Mal versucht haben. Und dann habt ihr es draufgesteckt. Und dann passt es wieder. Und dann ist eigentlich die Idee, und ernsthaft, das ist der Plan. Ihr nehmt das Ding und dreht es einfach um. Das soll sich so halten. Jetzt könnt ihr auch gucken, wo ich hier hinten die Fliese abgerupft habe. Aber, da. Ich habe den Punkt gefunden. So, und jetzt mal, wir machen das gleich wieder dran, dafür lege ich es ja auf den Boden. Das ist jetzt der Blick von unten. Hier fehlt die Fliese. Hier habe ich sie abgenommen, als ich versucht habe, dieses Stück damit drüber zu schieben, was man danach machen soll. Man muss die richtige Baureihenfolge natürlich einhalten. Und hier seht ihr, wie dieser Sockel befestigt ist. Nämlich jeweils mit diesen Noppen. Und zwar nur an diesen Stellen. Das ist es. Und hier hinten sind Bügelperlen drin. Fokus. Da seht ihr die Bügelperlen. Und vorne sind es normale negative Noppen. Die negativen Noppen gehen hier auf diese drauf. Und hier hinten rein gehen die Bügelperlen. Und das ist jetzt das Element, was ich eben abgerupft habe. Das soll auch gleich abgesichert werden. Und das Ding hier könnt ihr nehmen und einfach auf den Tisch legen. Das funktioniert auch einwandfrei. Jetzt kann ich wieder
das hier wieder einrasten, nachdem ich das eben fröhlich kaputt gemacht habe. Und jetzt kann ich das hier wieder anstecken. Und das ist eigentlich auch die Baureihenfolge, an die man sich laut Anleitung halten soll. Und dann gibt es auch nicht die Probleme, die ich eben hatte. So, und dann sitzt es wieder. Das jetzt auch noch dazwischen. Traumhaft. So. Und ich finde, dafür, dass man so ein Displaymodell einfach so drehen kann, an fast jeder Stelle gut halten kann, bis auf hier würde ich nicht unbedingt reindrücken, weil dann hier, wie gesagt, diese Slopes sind einfach nur angelegt, wie ihr eben gesehen habt, wie ich es ja auch gemacht habe. Das ist das einzige Thema. Alles andere an dem Schiff ist problemlos, wirklich im Handling. Absolut, absolut problemlos. Und das bei einem tatsächlich beträchtlich hohen Gewicht von 2800 irgendwas Teilen. Da habt ihr also auf jeden Fall was in der Hand. Aber ich denke mal, so immer sensationell. Ich sehe es in meinem Kontrollmonitor. Großartig. Dass sie defined, wie ihr sie haben wollt. Sehr cool. Jetzt gucken wir uns aber mal an. Wir haben, achso, ich zeige euch nochmal in Ruhe hier die Aufkleber. Und jetzt seht ihr, das, was mich so ärgert. Ich habe die Kante höher gezogen als die. Ich habe ja nochmal einen Satz dabei. Das heißt, ich könnte es ablösen und es nochmal versuchen. Aber ich möchte bei so einem Display-Modell nicht nochmal etwas nochmal versuchen. Ich möchte das setzen und dann passt es. Aber seht mal das USS Defined, über wie viele Elemente das drüber geht. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, das wäre alles also zusammenzubauen, hinzulegen und damit einem Mal zu bedrucken, damit das klappt. Und es sind viele Teile einfach. Es sind wirklich einfach viele Teile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 wahrscheinlich doppelt. Also 20 Teile, ein paar benutzen, teilen die sich. 20 Elemente sind es, über die das drüber gedruckt werden müsste. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, aber genau wie diese roten Streifen, aber es nervt mich einfach. Es nervt mich, ich bin kein Aufklebermensch. Ende Gelände, das wisst ihr ja möglicherweise von mir. Und es hat sich hier wieder bewahrheitet, ich habe einfach keinen Spaß dran. Schlicht und ergreifend. Was mir sehr gefällt, ist, wie das hier zuläuft. Und das ist ein ziemlich starker Winkel eigentlich, in dem es über das ganze Schiff geht, damit diese ganze Seitenverkleidung hier so passt. Das ist von der Konstruktion her hervorragend gelöst. Die Teile haben gepasst, also wir konnten alles bauen, aber ich würde mir einfach wünschen, dass es noch höher ist. Und vor allem, jetzt war ich da war ich, genau. 220 Euro für das tapfere kleine Schiff. Ist mir zu viel. Und vor allem, wenn ich die Runabout daneben stehen habe, ich glaube, ich hole auch nochmal, ich habe die DS9, die große, auch gebaut. Wenn ich die Runabout daneben stehen habe, die 20 Euro weniger kostet, 200 Teile mehr hat und innen vollständig bedrucktes Zeug hat, diese ganzen Konsolen, alles, was da drin liegt, verstehe ich nicht, warum das teurer ist als die Runabout. Runabout 220, das 200 hätte ich eher verstanden. Dann hätte die Argumentation für mich gepasst, so muss das hier gefühlt günstiger sein als die Runabout, also würde ich das Set wahrscheinlich bei 180 eher einbuchen. Und es ist auch, wenn es sehr, sehr cool ist und wenn es sehr massiv gebaut ist, ist es und schwer. Das sind große Elemente, die da drin sind. Mit Ching-Bauteilen komme ich bei 220 Euro nicht auf Kurs. Das Set ist tatsächlich einfach für Liebhaber dieses Modells. Für Liebhaber des Modells und der Konstruktion. Und die Konstruktion hat Blue Bricks Weltklasse hinbekommen. Ich bin wirklich begeistert, wie das ineinander greift und wie das entworfen worden ist. Also die Designer haben wir voller und ganze Arbeit geleistet. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Vielleicht kommt sie jetzt in die Blue Week, obwohl da sind gerade die Sachen von der ersten Welle noch drin. Vielleicht kommt es mal irgendwann ins Angebot, dann wäre es auf jeden Fall was für euch, auch für die noch warten in irgendeiner Form nicht glücklich sind. Aber hier ist übrigens der Clip, den ich vergessen habe, der so ein bisschen heller ist. Und das hätte hier so kanonengrau sein sollen wie hier drüben. Das habe ich irgendwo verbummelt. Ich finde es wieder, ich baue es ein im Zweifelsfall. Das fehlende Teil muss hier irgendwo liegen. Ist ja kein Problem. Genau. Also für nochmal Details aus dem Innenraum, die ich euch jetzt so nicht zeigen kann, leider. Schaut gerne mal in das Aufbauvideo. wir haben keine 8 Stunden gebraucht, um das Set zu bauen. Keine Sorge, wir haben viel Blödsinn vorher getrieben und wir waren auch nicht wahnsinnig schnell währenddessen. Und dann gab es auch noch Lasagne. Aber ihr könnt auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, was wir für Freude damit hatten. Ich hoffe, euch gefällt es. Für die Fans der Defiant bin ich mir ganz sicher, da werden massig Abnehmer sein, weil es einfach in eins der beliebtesten Schiffe, denke ich, im Universum ist von Star Trek. Und ich freue mich, dass es umgesetzt worden ist, aber das hier, finde ich, ist zu schwach dafür. Auch wenn hier schöne Fliesen dabei sind, 6x6 und so, die Idee ist gut, alles passt, aber ich hätte gerne ein bisschen dieses Abschüssige. Vielleicht hatten sie Angst wegen des hohen Gewichts, dass es dann wirklich mal rutscht oder so. Aber ich weiß, das hätte man doch besser. Das hätten die Also jemand, der das entwerfen kann, hätte hierfür eine Lösung gefunden. Ich finde keine, weil ich doof bin. Aber andere schaffen das. Und dann könnte das Ding so in so einer gewissen Schräglage sein. Ich würde mich sehr darüber freuen.
So ist es. Ich hoffe, ihr seid ein wenig informiert. Falls ihr es habt, wünsche ich euch sehr, sehr viel Freude damit. Und ansonsten nette Leute um euch und eine gute Zeit. Bis bald.